Hallo zusammen, ich bin's wieder, die Kiki von Kikis Kitchen und heute habe ich eine Wickeltorte für euch. Tatsächlich habe ich noch nie eine Wickeltorte abgefilmt, obwohl ich die sehr gerne mache. Optisch sieht es immer super aufwendig aus, dabei ist es ganz einfach und heute in der Geschmacksrichtung Vanille und Beeren. Ich zeige euch jetzt erstmal die Zutaten für den Teig. Wir benötigen Mehl, Backpulver, Wasser, Zucker, Spekulatiusgewürz und Vanilleextrakt, Eier und Speisestärke. So, ich krempel mir die Ärmel hoch. Wir starten jetzt nämlich mit dem Teig. Und der geht so schnell, dass ich den Ofen auch schon auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt habe. Ich verwende jetzt meine Küchenmaschine. Ihr könnt auch alternativ euer Handrührgerät verwenden. Dauert dann halt nur mal ein bisschen länger. Und jetzt schlage ich zuallererst die Eier rein. Es ist immer besser, wenn die Eier auf Zimmertemperatur sind. Und anschließend gebe ich noch lauwarmes Wasser dazu, Zucker und Vanilleextrakt. Und schlage das dann 4 Minuten lang auf maximaler Geschwindigkeit richtig schön dickcremig. So, zur Eierzuckermasse gebt ihr dann einfach nur noch die restlichen Zutaten, die ganz kurz durchsieben und so kurz wie notwendig unterrühren. Und dann ist der Teig auch schon fertig. Der ist schon super fluffig. Und jetzt habe ich hier schon mein Backblech vorbereitet. Da habe ich jetzt das Lochblech, das ist schön gerade. Gerade bei so schmalen Teigen immer super, dass die gleichmäßig durchbacken und nicht die eine Seite noch irgendwie roh ist, während die andere schon trocken gebacken wurde. Da gebe ich jetzt einfach ein Backpapier unten drunter. Backrahmen habe ich eingestellt auf, ich gucke nochmal schnell nach, 34 mal 28 cm. Jetzt den Teig einfüllen, alles schön glatt verstreichen und dann für ca. 12 Minuten backen. Den fertigen Boden habe ich auf eine Antihaft-Backmatte gestürzt, dann natürlich das Backpapier entfernt und das Ganze mit feuchtem und ausgewringtem Küchentuch bedeckt. Das Ganze darf jetzt abkühlen und ich mache weiter mit der Creme. Die Creme ist übrigens auch sehr einfach. Wir benutzen die Küchenmaschine, es geht auch mit dem Handrührgerät und geben alle Zutaten einfach rein. Wichtig ist, dass sie schön kalt sind, dann funktioniert das nämlich auch. Und dass wir nur so lange das Ganze schlagen, bis alles steif ist. Ich habe jetzt hier Mascarpone, dann kommt da gleich noch Sahne dazu, zum Süßen natürlich Zucker und für den Geschmack Vanilleextrakt. So, jetzt müssen wir erstmal unseren abgekühlten Boden durchschneiden und zwar haben wir 28 cm hier an der kurzen Seite, das Ganze durch 4 geteilt, also 7 cm wird dann ein Stück, also eine Bahn und später wird das ja dann quasi aufgerollt, aber wir geben gleich erst die Creme drüber und auch noch die Preiselbeeren. Hier noch die Teigkarte zur Hilfe genommen, um einfach die Ränder noch mal schön einzustreichen und anschließend kommen die Preiselbeeren oben drauf und ihr werdet merken, dass ihr einiges an Creme übrig habt. Das ist die perfekte Menge, um das dann anschließend für die Deko und fürs Außen herum verstreichen zu verwenden. Also haben wir beabsichtigt mehr gemacht, um gleich einfach keine Arbeit mehr zu haben. So, jetzt kommen wie gesagt die Preiselbeeren oben drauf und dann wird eingerollt. Wir haben ja einen super soften Boden und daher ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, das jetzt quasi immer wieder im Kreis an die Mitte zu legen. Und dafür
habe ich jetzt auch einen Trick für euch. Ihr könnt jetzt einfach hier nochmal in der Mitte durchschneiden und dann habt ihr halt nicht so einen Riesenstrang, sondern habt es viel einfacher in der Handhabung und nehmt euch immer nur so ein kleines Stück und macht es dann dran. So, jetzt habe ich die Torte nochmal für 15 Minuten gekühlt und auch den Tortenring nochmal drumherum gespannt und anschließend komplett eingestrichen. Und das ist jetzt wie eine weiße Leinwand. Jetzt könnt ihr eigentlich dekorieren, wie ihr möchtet. Ich habe mir überlegt, damit man weiß, was auch innen drin steckt, dekoriere ich jetzt einfach nur noch mit Preiselbeeren und dann hat das auch nochmal so eine schöne rote Farbe und dann bin ich zufrieden. Der Taste-Test. So. Anscheinend finde ich sehr gelungen. Jetzt müssen wir kurz zusammenfassen, was es ist. Es ist eine Wickeltorte mit Spekulatius-Biskuitboden, einer Vanillecreme und Preiselbeeren. Ey, als du Spekulatius-Biskuitboden gesagt hast, habe ich schon gemerkt, hey, ist Spekulatius darin irgendwie. Oh, es schmeckt super winterlich, ne? Und sehr soft. Also ich muss kaum Kraft anwenden und gleite einfach durch diesen Kuchen. Das ist echt gut für schwache Menschen. Auf jeden Fall schmeckt der sehr lecker und die Preiselbeeren, die sind perfekt, weil die das so frisch machen. Eigentlich mag ich keine Preiselbeeren, weil irgendwie die schmecken die voll gut. Ich mag die nur im Winter. Ja, ich mag das gerne mit Camembert oder sowas, aber so alleine kann man das nicht essen. Aber das schmeckt richtig gut damit. Sehr, sehr lecker. Also ich empfehle euch, das auf jeden Fall mal nachzumachen. Es ist auch nicht so eine Riesentorte. Vom Gefühl her würde ich sagen, die reicht für 6 Personen. Also gut, wenn ihr auch nicht so viele seid. Und die Süße kommt von den Preiselbeeren, finde ich. Ja, die, alles andere ist gar nicht so übertrieben süß, ne? Das stimmt. Aber diese Spekulatius macht das echt schon so winterlich, hast du recht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Zeitlupe oder Standby-Modus? Ganz viel Freude beim Nachmachen. Und wenn ihr solch genialen Rezepte auch nicht verpassen möchtet, abonniert kostenlos den Kaufland-Kanal, dann verpassen wir uns auch nicht mehr. Bis zum nächsten Mal. Also ich würde abonnieren, wenn ich hier werde.